Formel 1 News zu den Kosten beim Singapur Grand Prix. Logan Sargeant, Lance Stroll, George Russell, Alex Albon und Yuki Tsunoda hatten beim Singapur Grand Prix Wochenende beschädigte Autos. Der Reddit-User BestPro24Chevy hat die ungefähren Kosten mal zusammengerechnet. Sargeant beschädigte im Rennen seinen Frontflügel und seinen Unterboden, Kostenpunkt $350.000. Stroll crashte im Qualifying schwer und beschädigte seinen Frontflügel, Bremstrommelabweiser, Vorderradaufhängung, drei Räder, Seitenverkleidung, Hinterradaufhängung, Heckflügel, das zusätzliche Chassis, Unterboden bzw. Diffusor und drei Bremsen. Kostenpunkt satte $1.262.000. Russell sorgte in der letzten Runde mit seinem Unfall für einen Schaden von $290.000, weil dadurch sein Frontflügel, Bremstrommelabweiser, Vorderradaufhängung, ein Rad und eine Bremse kaputt gingen. Perez sorgte mit seiner Divebomb in der letzten Runde gegen Albon in der Haarnadelkurve dafür, dass der Thai-Brite einen Schaden am Unterboden in Höhe von $225.000 bekam. Zu dem Schaden von Yuki Tsunoda gibt es leider keine Daten. Alle Schäden zusammengerechnet betragen $2.127.000, was nach dem Niederlande Grand Prix und dem Australien Grand Prix der drittteuerste Grand Prix in dieser Saison war.